Was macht denn ihr hier, ihr Kackspaten, Alter? Wir sollen doch hier eine Show machen mit euch. Premier Tour, King of Spandau, mit euch. Alter. Nee? Herr Maxim, das ist doch der Kabeljona. Nein, nein, ich kasse das mit Maxim. Ey! Du bist auf Schnauze oder was? Junge, halt mich zurück! Halt mich zurück! Das ist mein Cast! Meine Halle, mein Block, Junge! Ja, komm doch her! Ich reiß dir eine Eier ab, du Jungspund! Hey, 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 ganz ruhig. Leute, wir sind ein Team. Wir sollen das zusammen machen. Wir sind hier, um euch zu unterstützen, okay? Beruhigt euch ein bisschen. Also, ich muss sagen, ich finde die eigentlich schon ganz geil. Ab das mal! Mal noch in die Mitte laufen. Also ich fand den Trailer eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ja, Grüße gehen raus an Mori und alle, die gerade zuschauen. Mein Name ist Krokettenkalle. Das hier ist die Summoners in Analyse-Ecke zur EU-LCS in der fünften Woche, Tag 1. Und ihr habt gerade den Trailer zu unserem Event nächste Woche gesehen. Ausrufezeichen Finale ist da euer Command, muss man so sagen, um da quasi nochmal an Tickets ranzukommen. Ne? Jetzt sind noch ein paar übrig, da könnt ihr nochmal schön reinballern, ne? Schön ein paar Tickets kaufen und dabei sein. Es wird großartig. Ja, ich war in der Halle und es war schön, ja. Wer auch mit dabei ist, zumindest steht er gerade neben mir, ist der gute Marvin. Ja? Ja. Bist du auch dann nächsten Sonntag dabei? Vermutlich nicht. Ich weiß es nicht, ob ich da vielleicht noch eine Einladung oder sonstiges bekomme. Ja. Ob ich mich selber auf den Weg mache, muss ich schauen. Ja, musst du mal ein gutes Wort bei Franz für dich selber einlegen. Ja. Gut. Ja, aber du begleitest mich heute in der Analyse hier bei der LCS. Du hast jetzt die Woche schon LCK gemacht. Ja, genau. Also ich habe am Wochenende, letztes Wochenende schon LCK gecastet zweimal. Jetzt am Mittwoch und ja, gestern. Und heute darf ich in die EU ran. Schön, mit einem guten Eis für eine Waffel auf jeden Fall. Du kommst aus einem Junior-Caster-Programm. Genau, ich komme aus. War deine Erfahrung damit so? Relativ gut eigentlich. Also wir konnten uns das Ganze erstmal spielerisch beibringen, sage ich jetzt mal, indem wir halt für uns selber gecastet haben, mehr oder weniger, dann halt über das Junior-Programm halt auf Twitch, auf Summoners in Live 1. Das haben ja vielleicht auch einige von euch gesehen und das verfolgt. Wir haben auf jeden Fall viel Feedback bekommen. Und ja, darüber haben wir dann immer einer nach dem anderen eine Einladung hierher bekommen. Schön. Ich muss mich damals noch bewerben, richtig. Hier musste ein Casting machen und alles. Wobei, eigentlich wurde mir auch, ja gut, ist egal. Also bei mir war es jetzt auch nicht wirklich schwierig. Aber trotzdem muss man sagen, wir wollen uns natürlich heute auf die EU-LCS konzentrieren. Und da gibt es natürlich einige Teams, über die wir sprechen wollen. Unter anderem natürlich auch die Misfits, die bisher ohne Niederlage in diesen Split reingegangen sind. Also sie sind ein Team, die es 8-0 bis hierhin geschafft haben. Darüber sprechen wir dann später. Denn es ist tatsächlich schon so weit. Wir sind ein bisschen hinterher hier jetzt mit der Zeit offensichtlich. Die ersten Buns sind schon raus und Eis und Waffel habe ich schon angekündigt, der ist auch mit dabei. Was sagst du denn zu den Buns? So, moin moin, erstmal von meiner Seite aus. Ja, ist jetzt so interessant, ne? Das ist das letzte Mal, dass wir den alten Patch sehen. Wir haben ja gestern quasi den neuen Patch auf die Live-Server bekommen. Ja, und hier mit Vladimir, mit dem guten Mundo mit dazu, sehen wir halt noch sehr Oldschool-Buns, die sich aber auch nicht geändert haben im neueren. Also wir bleiben noch so ein bisschen in der alten Meta, sage ich mal, an der Stelle. Ja. Und müssen jetzt zusehen, dass wir da halt so langsam die Kehrtwende bekommen. Solo hat heute auch schon gesagt, ich habe so ein bisschen mit ihm geschnackt, er würde gerne mal AD-Carries wieder in der Meta sehen. Ja. Und es kommen jetzt auch Änderungen auf uns zu, die das vielleicht bewerkstelligen könnten. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Marvin, was sagst du denn zu dem Patch 8.13? Du hast ja gesagt, wie gesagt, in Korea schon einige Partien diese Woche gesehen. Was ist denn da AD-Carry-mäßig momentan drin?
Also AD Carries werden halt hauptsächlich gespielt, so Ashe, Ezreal natürlich. Ezreal ist einfach ein fester Bestandteil der koreanischen Liga. Auch einen Varus sehen wir ab und zu mal. Was ich aber sagen muss, gleich schon bei den Bans, eins unterscheidet sich. Und zwar ist die Talia dauerhaft gebannt in der SEK. Also die sehen wir eigentlich immer auf der Red Side. Ja. Der Nocturne wird dann da doch ab und zu mal offen gelassen. Ja, was wir jetzt gerade sehen, wir haben schon einige Picks natürlich hier drin. Kindred sehr beliebt momentan im Jungle. Dann haben wir natürlich in der Mitte eine Zoe. Rumble auch immer beliebter geworden, gerade jetzt in der vergangenen Woche. Premier Tour gesehen, Summoners in League und jetzt auch in der LCS. Rumble in der LCK auch vertreten gewesen oder gar nicht so? Ich glaube, wir haben ihn einmal gesehen, aber nicht so präsent wie in EU. Also ich habe ja schon bei den Spielen letztes Wochenende gesehen, dass da Rumble ziemlich oft gepickt wurde. Ich glaube, ganze dreimal. Und diese Priorität hat er in Korea noch nicht. Auch einen Talent zum Beispiel hat dort gar nicht gut funktioniert. Man hat ihn das ein oder andere Mal ausgepackt, hat es aber nie geschafft, wirklich nach vorne zu kommen. Die Spiele ewig lang gezogen und dann... Ja, glücklicherweise muss ich das sagen. Ich bin ja von den aktuellen... Danke übrigens für den Ton, Riot. Das lag nicht an uns, sondern es lag am Cleanbeat. Ja, das war so eine Sache, die mir überhaupt nicht schmeckt. Smite Midlaner ist so eine Sache für sich, da die Entwicklung nimmt ja manchmal ihren eigenen Lauf. Wir hatten das schon mehrmals in etwaigen Metas, dass da Smite in der Midlane so ein bisschen Einzug gefunden hat. Wird jetzt aber auch auf dem nächsten Patch King vorgegangen und ich bin halt heilfroh, dass es so ist, weil Smite ist für mich ein Summoner Spell, der halt ausschließlich im Jungle genommen werden sollte. Und aktuell wird er da so ein bisschen abused, sage ich einfach mal. Und der Talon ist halt einer von den Champions, der eben genau das bewerkstelligen kann. Ja, nächste Bann-Rotation jetzt gerade eingeläutet. Soraka wird rausgenommen, Swain jetzt auch gebannt, sehr, sehr wichtig. Weiterhin natürlich auch Leute wie Aatrox und Nocturne hier gebannt, muss man noch mal kurz erwähnen. Und beide Teams haben den Sieg bitter nötig. Wir sehen ja schon, beide ja, im negativen Bereich, was die Punktezahl angeht. Wir haben Splice auf dem 7. Platz und Rocket, die Giants aktuell auf dem 9. Platz sogar, ja, kurz vor H2K, die bisher auch noch gar keinen Sieg haben. Also hier sollte man jetzt nochmal alles reinlegen. So, ein letzter Bann bleibt noch. Splice dürfen sich überlegen, was sie als letztes noch rausnehmen wollen. Botlane wurde ja eigentlich schon ganz gut angegangen. Wenn man überlegt, aktuell Botlane-Meta, Swain, Heimerdinger, Fiddlesticks sind ja da, die Kandidaten, die man immer gerne erwähnt. Und auch Vladimir muss man da halt wirklich aufzählen. Also eventuell könnten wir sogar AD-Carries auf der Botlane sehen. Gebe ich dir recht. Jetzt noch der Alistair-Bann, der ist auch noch sehr essentiell momentan. Gerade als Support natürlich eine wichtige, ja schon fast Schlüsselfigur, möchte man meinen. Er wird oft gepickt und somit jetzt erstmal rausgenommen. Was für Möglichkeiten haben sie denn jetzt noch, Marvin? Was sollte man jetzt hier noch picken? Also in Korea ist es natürlich die Morgana, da sehen wir auch sofort. Dort auch deutlich präsenter noch der Tahm Kench. Also den sehen wir eigentlich häufiger gebannt. Zumal es da ja auch diese ganze Heimerdinger-Fiddlesticks-Meta gar nicht gibt. Die sehen wir in Korea aktuell auf dem 8.13 da überhaupt nicht. Ja. Ja, wie gesagt, Fiddlesticks auch gebannt. Daher muss Splice jetzt auf was anderes ausweichen. Lucian auch immer beliebter momentan. Aber man entscheidet sich noch nicht so ganz. Also Kaiser finde ich hier deutlich solider. Kaiser passt wesentlich besser rein. Das Problem, was sie halt mit Kaiser so ein bisschen reinbringen, ist, dass sie halt einen sehr, sehr hohen magischen Schadensanteil haben in ihrem Team und man halt Magieresistenzen stacken kann. Was allerdings in dem Szenario gar nicht so schlimm ist, weil die Gegner haben halt keinen Tank, der großartig halt viel Magieresistenzen stacken kann. Der einzige Nachteil, wenn sie halt gegen Adila, Vitalion oder Kindred antreten, ist halt Hextrinker, so ein wichtiges Core-Item, was da natürlich so ein bisschen für magischen Schaden immer eine Problemquelle darstellt. Zillion, Kasing. Macht das ja öfter, dass er den Harvard. Jetzt soll es am Ende nochmal der Shen werden, der komplettiert das Ganze jetzt. Und er könnte auch tatsächlich mit der Kaiser auf die Botlane gehen. Ich mag die Kombi ehrlich gesagt ganz gerne. Also Camille mit Shen zusammen ist, du brauchst für Shen immer irgendwas, was ihn halt in die Backline reintragen kann. Und Camille ist quasi dieser perfekte Träger, um da halt einfach zu engagen, zu ult. Mit dem Ult wird sie ganz gut untargetable. Das heißt, sie hat auch nochmal so ein bisschen Zeit, die sie gewinnen kann, um halt Shen dort irgendwo erscheinen zu lassen. Und damit hast du eigentlich eine sehr, sehr potente Kombo. Und das ist vor allen Dingen was, wo halt ein Black Shield nicht gegenwirken kann, wo ein Ezreal auch nicht mit seiner Mobilität irgendwie rauskommt und wo Talon auch nicht einfach verschwinden kann. Also von der Grundstruktur her eigentlich eine sehr solide Kombo. Ja, der Last Pick jetzt nochmal Ezreal. Der soll jetzt also die Botlane auch nochmal komplettieren. Na, du hast ja eben angekündigt, Marvin, in Korea sehr beliebt. Jetzt die Giants auf jeden Fall auch damit unterwegs. Und wir haben es auch unter der Woche in der deutschen Liga bzw. in der Summoners Innenliga gesehen, dass der sehr hoch priorisiert ist. Warum ist er immer noch, hat er immer noch Platz? Also er hat natürlich eine extrem hohe Mobilität. Er ist auch ein Champion, der fast immer irgendwie in die Meta findet, dadurch, dass sein Itembild ja auch sehr, sehr variabel ist. Er auch mit viel Poke aufwerten kann und Poke ist sowieso immer sehr gut. Ja, insgesamt einfach ein sehr, sehr sicherer AD Carry, der halt nicht benachteiligt wird durch diese Crit-Item-Builds, die ja in 8.12 besonders schwach waren und auch in 8.13. Zumindest in Korea traut man sich da noch nicht so wirklich ran. Gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal viel Spaß, meine Damen und Herren. Ja, Splice wird jetzt antreten gegen die Giants. Es geht im Keller um Punkte. Die will man auf jeden Fall mitnehmen. Wir hören uns danach in der Analyse wieder und dann geht's weiter mit den weiteren Matches. Viel Spaß mit Eis und eine Waffel und Marvin.
Tja, alles Kroketti, wie Kalle jetzt sagen würde, jetzt bist du ohne den Kalle. Ich bin gespannt, für dich ist ja dein erstes Mal EU-LCS jetzt beim Carsten, ne? Hast dich ja mit LCK so ein bisschen durchgeboxt, aber irgendwie ist LCK auch bei uns so, dass wir alle neuen Caster, sag ich mal, durch müssen. Aber es ist natürlich auch immer dieser fundamentale Grundbaustein, der erstmal irgendwo gelegt werden muss. In Korea sind ja auch meistens, oder ist die Region, die halt immer so ein bisschen allen voran ist. Lustigerweise ist es in Korea auch häufig so, wenn jetzt ein neuer Patch draußen ist, bei uns ist jetzt zum Beispiel 8.14, fangen sie an, obwohl sie noch auf dem 8.13er unterwegs sind, halt schon die neuen Champions zu spielen, weil sie halt am Practicen sind. Ja, zumal man bei Korea auch sagen muss, es ist ja aktuell auch, oder schon seit vielen Jahren, die Region, wo man das cleanste Spiel sieht. Jetzt, wenn man noch China mit reinrechnet, natürlich auch, aber... Hey, 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 jetzt mach mal nicht NA-madig, ja? Also, jetzt ist gut, Freundchen. Das sind wir die Richtigen. Komm hier zur EU-LCS und fang erstmal an, die anderen Regionen runterzureden. Das wollte ich natürlich nicht, aber es ist halt einfacher für jemanden, der halt mit dem Carsten einsteigt. Hast natürlich vollkommen recht. Ja, Leute, wir geben uns das erste Spiel EU-LCS am wunderschönen Freitag. Giants gegen Splice steht als erstes auf dem Plan und wir warten natürlich ganz gespannt darauf, wer dieses Match für sich entscheiden kann. Ja. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt, gerade weil, wir hatten es ja schon angesprochen, dass hier nochmal eine ganz, ganz andere Meta ist und ich habe in der LCK sehr verfahrene Pick und Bans gesehen. Ich finde halt die Teamcomps ehrlich gesagt so ein bisschen widersprüchlich in sich. Also die Teamcomps sind vollkommen solid, muss man an der Stelle sagen. Das Problem ist halt bloß, dass beide Botlanes halt so aufgestellt sind, dass halt Shen mit seinem Schattensturz nicht wirklich Engage-Potenzial hat, weil er auf der anderen Seite eine Morgana hat. Und auf der anderen Seite hast du wieder einen Ezreal, der halt noch extrem mobil ist, sich immer zurückziehen kann, aber auch nicht wirklich All-In gehen kann. Wir sehen auch auf beiden Seiten dadurch halt diese Durans-Schild-Mechanik, dass sie halt eben direkt defensiv auf die Lane gehen mit viel Sustain und halt nicht zu Aggro spielen wollen. Und dazu hast du halt im Kontrast in der Midlane zwei Champions, die halt extrem early Midlane fokussiert sind. Zoe, die da gut punkten kann, gerade abseits der Laning Phase, wenn sie halt ihre Bubbles so ein bisschen verlängern kann. Und Talon brauchen wir nicht drüber reden. Mit der Mobilität, über Wände springen zu können, hat er da natürlich einen 1er Vorteil. Ja. Talon ist aber auch immer wichtig natürlich, dass er, wenn er Roam geht, etwas aus diesen Roams bekommt. In Korea haben wir sogar... Das ist was, das werden wir auf dem nächsten Patch hoffentlich nicht mehr sehen. Dass man einfach für den Invade geht und Teleport als Support und als AD Carry mitnimmt. Und dadurch halt sehr, sehr schnell wieder auf die Botlane kommt. Hat den Invade natürlich so ein bisschen einfacher gemacht. Aber ohne Spellbook Cooldown. Weiter geht's. Man macht das Ganze jetzt so Crossmap-mäßig ein bisschen. Camille hat jetzt halt Topside gestartet. Dadurch verschieben sich jetzt die gesamten Jungle-Grenzen. Das heißt, der eigene Jungle ist halt nicht mal der auf der roten Seite, sondern der quasi, der auf der unteren Hälfte der Karte liegt. Und das Ganze wird jetzt halt durch die Midlane voneinander getrennt. Sieht man es auch, Joker hat beim Enemy Red Buff auch gestartet. Hat hier natürlich Glück. Das ist so dieser RNG-Faktor, den ich bei Kindred halt überhaupt nicht mag. So halt, wie weiß, wo spawnt die Krabbe. In dem Fall ist es halt ein 50-50. Der erste Stack ist immer auf einer Krabbe. Aber er weiß nie, ob sie halt Top- oder Botside kommen. In dem Fall hat er Botside gestartet, dann kriegt sie auch Botside. Auch vielleicht die Fans am Jubeln. Ich meine hier deutlich mehr mit für jede Krabbe als in der LCK. Das kannst du dich gleich dran gewöhnen, von Region zu Region, das ist unterschiedlich. In Ace ist teilweise so, dass sie halt für jede Ward dort jubeln. Kommt immer so ein bisschen auf die Games an. Ich kann mich auch noch an Games in der Tank-Meta quasi erinnern, wo sie halt wirklich für jede Ward gefeiert haben, weil die Games halt so langwierig und so langsam waren, dass da halt mit Ward sogar ein bisschen Action reinkam. Das ist ja glücklicherweise ein bisschen anders. Man kann die Meta hassen, man kann sie lieben. Jeder hat da so seine persönliche Meinung, glaube ich, jetzt entwickelt, aber ich finde die Meta aktuell ziemlich geil, allein aufgrund der Champion-Vielfalt. Wir haben in der Season jetzt schon mehr Champions gesehen als, also wirklich, seit lang. Ja, ich glaube, wir hatten es auch gestern mit Mori nachgerechnet in der LCK, da waren das fast 80 Champions, die dort gespielt wurden. Und wenn wir uns an die vorherigen Scenes erinnern, da waren es teilweise 30, 35, ja. Also wirklich sehr, sehr wenige nur. Das sieht interessant aus, man geht jetzt für den Lane-Gank, Rumble hat vorher Pressure aufgebaut. Dadurch kann er halt die Vision für den Gragas denyen. Man kann sich halt einfach über die Lane bewegen. Hier wartet man noch ganz kurz, weil die Vasallen halt nach vorne Sicht auf den letzten Busch, also auf diesen Eingang, auf diesen Übergang da oben gewähren. Und wenn da quasi jetzt noch reingepusht wurde, wird Kindred einfach auf der Lane warten. Das ist auch immer so ein kleines, der Kindred besonderes Mindgame, sage ich mal, weil halt jeder sieht, wenn er markiert wird von der Passiven. Jetzt ist natürlich die Frage, willst du in so einem Moment, wenn du ganken möchtest, halt genau den markieren, den du gankst? Oder hältst du dich halt erstmal ein bisschen zurück und zeigst ihm somit nicht, dass du eventuell vorhast, einen Stack zu bekommen. Ja, zumal das ja auch sehr, sehr schnell geht. Ist ja auch bei Evelynn der Fall. Also, weil wir sie gerade gesehen haben in der SEK im letzten Spiel. Bei ihr aber natürlich noch deutlich offensichtlicher, weil die Range nicht so hoch ist. Das ist genau das, was zu erwarten war. Man lane ein bisschen defensiv. Es geht halt rein um die Farm.
Wäre es mir natürlich ganz angenehm. Im Optimalfall kommt er halt mit Träne und Schienen wieder zurück auf die Lane. Das wäre so der erste Spike, den er erreichen kann, weil Träne ist halt immer so ein kleiner Drop und Schienen gleich das Ganze aus. In dem Fall entscheidet er sich sogar bloß für den Schienen. Lässt die Träne erstmal komplett aus dem Spiel. Teleport hilft ihm. Wie gesagt, nächste Woche wird es das nicht mehr geben. 8.14, Teleport-Nerf. Wird da auf der Botlane auf jeden Fall wieder einiges ändern. Finde ich auch gut so. Also meiner Meinung nach sollte Teleport ein Spell sein, ein Summoner-Spell, der halt nie zur Normalität werden darf. Ich finde es halt cool, ihn auf der Top-Lane zu nutzen, weil du als Top-Laner sonst relativ wenig Impact auf der Karte hast und sich ja die meisten Kämpfe doch dann um Botlane drehen, weil es da eben ein größeres Getümmel gibt. Es sind halt immer zwei Spieler, die da unterwegs sind. Und wenn halt selbst die Botlaner und auch die Midlaner-TP mitnehmen, dann ist es, das muss ein Ausnahmefall sein. Ja, zumal ja das auch immer dieses, wenn du dir in der Lane was gut rausgespielt hast, eben diesen besseren Backport erarbeitet hast und der gegnerische Botlaner sich dann einfach denkt, ja, aber ich habe TP noch dabei, fühlt sich das natürlich nicht so belohnt an. Das macht es halt auch komplett unübersichtlich. Ne? Sonst ist halt wirklich, wie du schon gesagt hast, man spielt ein TP raus, hat TP-Advantage, aber versuch mal noch ein TP-Advantage zu halten und genau zu kalkulieren, wenn du halt auf jeder Seite 4 TPs hast. So, da kommst du halt fast nicht mehr hinterher. Ja. Und einen Shen-Support und einen Tahm-Kench noch dazu und oder einen Galio in der Mitte. Musst du wirklich immer alles im Blick haben. Bei Top-Lane muss ich gerade so ein bisschen grinsen. Odoamna hat sich für eine Triple-Durans-Variante entschieden. Ah, Ruin, der ist da jetzt so ein bisschen in Gefahr. Der Drei-Mann-Gank, Hilfe ist nicht in Sicht. Der Flash wird ja auch nicht reichen für ihn. First Blood geht an Zoe zu allem Übel. Hat auch noch der, der es am besten verwerten kann, den Kill bekommen. Da freut sich ein Talon natürlich nicht unbedingt, aber zumindest hat Giant sofort eine Antwort. Joko war botside-mäßig unterwegs, was vollkommen okay ist. Und kann den Drachen hier direkt mitnehmen, was natürlich auch stacktechnisch für ihn nicht irrelevant ist. Ja, aber man sieht, es sind halt zwei Midlaner, die beide die Lane reinpushen wollen, um dann eben auch auf den anderen Lanes Druck auszuüben. Die Frage für einen Talon da ja auch immer, wie er da gleichziehen kann jetzt mit der Zoe. Ich bin wirklich gespannt, wo sich Rumble auch als Kandidat noch entwickeln wird. Also Rumble ist ja so ein ganz interessanter Champion, der aktuell in der Mitte schon so ein bisschen angeteasert wurde. Hier und da hat man ihn halt so ein bisschen gesehen, auf der Top-Lane ist er gefühlt so komplett verschwunden. Das ist seit langem, dass ich ihn da mal wieder sehe. Und er hat gegen Gragas auch gar kein schlechtes Matchup. Also das ist hier auch direkt in der Situation eigentlich ein guter Pick gewesen. Dadurch, dass Gragas ja auch viel mit Poke arbeitet, über seine Barrels, immer wieder mal so ein bisschen die Gegner seine Lebenspunkte wegnehmen, ist da sein Ziel. Und da kann Rumble mit seinem Schild, der ja auch gut gebufft wurde in der letzten Zeit, gut gegenarbeiten. Denkst du denn, wir werden nochmal wieder irgendwann Rumble Jungle sehen? Da gibt es ja einige Kandidaten, also von den Spielern her, die das auch erfolgreich gespielt haben. Die Sache ist, Rumble Jungle ist an sich gar nicht bad aktuell. Also Solo-Queue zum Beispiel würde ich sagen, kann man wahrscheinlich sogar machen. Das Problem ist halt bloß bei ihm, gerade was Competitive sich auch richtig negativ dort auswirken wird, dass er quasi Level 2, Level 3, dass er halt kein HCC hat, dass er halt keine Möglichkeit hat, dadurch Krabben zu contesten, dass sein Duellverhalten im Early nicht sonderlich krass ist. Also die Champions, die aktuell in der Meta sind, haben immer eine Möglichkeit, ihn zu kiten, irgendwie rumzukommen. Ski. Der Redemption. Ah, kommt da locker raus. Da wollte man jetzt auch nicht zu hart committen. Man wusste gerade nicht, wo Xerx unterwegs ist. Entsprechend ist man ein bisschen vorsichtiger. Oh, Spininger sitzt schon mal ziemlich gut. Ignite ist drauf. Ultimate von Kaiser für den Schild ist da. Man flasht einfach. Ignite läuft noch. Und der arme Kobbe verbrennt einfach ganz alleine. Da kann auch ein Shen nichts mehr unternehmen. Der ist noch Stufe 5. Level 6 hat er erst jetzt erreicht. Unglücklich gelaufen an der Stelle. Aber Karsing hatte da noch keine Möglichkeit einzuschreiten. Ja, und gut ausgenutzt dann auch von Giants. Aber das ist halt die Morgana. Wenn der Bein sitzt, bist du da in Gefahr. Was haben wir mit dem Midlane-Gank? Talon natürlich auch kein schlechter Pick. Das ist bei Talon immer so eine Frage. Hält sein Ultimate lange genug, um quasi dem Ultimate später von Camille entkommen zu können? In dem Fall war es halt easy. Das dann kam auch nicht ganz an. Aber auch da, der Ult-Cooldown ist natürlich nicht zu unterschätzen. Gerade auf der ersten Stufe ist er noch ganz schön hoch. Also einfach ein bisschen spammen ist da halt nicht die richtige Option. Wir sehen auch, er hat sich jetzt erst für die Schuhe entschieden. Auf der Botlane ging es dann wirklich sehr, sehr schnell nach dem Bein. Da konnte Corbin nicht mehr viel tun. Du hattest es angesprochen. Karsing dann noch nicht mit der Ultimate, konnte ihn nicht beschützen. Ja, man kann sich jetzt ein bisschen Freiheit. Einfach mal ein bisschen rumgehen. Mobi Boots für Supports dann natürlich relativ relevant. Morgana ist auch so ein schöner Supporter, mit dem du ein Glück facechecken kannst. Sie hat halt immer ein Black Shield, falls er doch mal jetzt hier aus dem Busch geflogen kommt. Dass er selber behaupten kann. Und nutzt jetzt hier die Chance sogar aus, relativ deep zu warden.
bitter, dass die Ward halt gerade platziert wurde und direkt gefunden wird. Der Busch ist da halt immer sehr beliebt, sag ich mal, weil du halt auch beim Jungle-Pathen selten durch diesen Busch durchgehst und er dir halt trotzdem immer die Information gibt, wo der Jungler quasi sich lang bewegt. Also dahingehend ist die Ward mal sehr schön gestellt. In dem Fall war es halt komplett egal, wenn sie genau 10 Sekunden später wieder eingerissen wird. Ja, Südmorgana können die Push-Pressure ohne Probleme aufrechterhalten. Kündelt jetzt auch so ein bisschen Richtung Botlane unterwegs. Sie muss natürlich jetzt mal gucken, wo spawnen die Stacks, was will sie daraus machen. 3 Stacks muss sie sich halt mindestens erstmal gönnen, um den Reichweiten-Buff zu bekommen. Ohne den ist sie halt wirklich sehr, sehr wenig wert. Da muss man ein bisschen aufpassen. SW Ultimate wird auch hier rein zum Push-Pressuren genutzt, was vollkommen okay ist. Auch in der aktuellen Meta, die halt so schnell funktioniert, ist halt den Push-Faktor auf der Lane zu haben schon extrem viel wert. Und wir sehen jetzt auch warum. Man bewegt sich zu zweit Richtung Botlane und will quasi für einen 4-Mann-Dive gehen. Da wird auch ein Shen Ultimate nicht viel daran ändern können, wenn man bis zu zweit dort ist. Kindle wird jetzt gesehen, die Ward ist da. Die Frage ist, ist es nicht zu spät? Herr Talon ist auch mit unterwegs, Teleport wird ausgelöst, Kaiser Ultimate ist draußen, Shen-Kuppel steht gut, kann eine Menge blocken. Stopwatch aktiviert, Gragas kommt mit dem Barrel, einfach mal die Kindle rausgeschleudert, die wird jetzt abgeholt. Betsy übersteht das Ganze hier nicht und jetzt muss der Nyxeloid erstmal gucken, ja, wo ist denn der Ausgang, wo komme ich denn hin, ohne verfolgt zu werden? Und die Antwort ist nirgendwo. Er hat hier keine Möglichkeit rauszukommen. Double Kill für Zoe und oben gönnt sich Xerxes sogar nochmal Steelback, der ist Ulti gefangen, den W zwar nicht perfekt getimed, aber für den Killed. Reicht es hier alle Male und Splice kann das Ganze sehr, sehr schön umdrehen. Ja, gerade mit dem TP von Oduamne, der dann dazu kam, sehr, sehr gutes Fass auch in die Kindred Ultimate gelandet hat. Dann hat man natürlich selber nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze zu überleben. Ja, jetzt wollten sie hier aggressiv gehen, etwas wagen, gerade mit dem Talon. Da ist er angesprochen worden, er muss halt auch früh nach vorne kommen, er braucht ja auch seine Kills. Er kommt halt eben sehr stark über die Roams. Hassing hier wurde ein bisschen abgefackelt. Aber es sind halt einfach Tower-Dives. Gegen so eine Comp zu wagen, ist halt sehr riskant. Und Gragas wurde ja nicht umsonst gepickt. Also Gragas Top-Lane ist jetzt nicht der ultra krasse Lane-Bully, der halt super hart gegen dich im Matchup effektiv ist. Nein, er ist derjenige, der wenn die Kindred die Ultimate zündet und alle sich denken, ah, ich bin low-life, aber ich lebe doch, einfach sein Barrel reinschmeißt, wie eben gesehen, und damit halt die Gegner ihrer Verwundbarkeit beraubt. Ja, ich finde es auch gut, dass man ihn halt gebufft hat, während man die Kindred gebufft hat. Dadurch sehen wir einfach, dass beide zurückgekommen sind. Und hier jetzt der erste Turm. Giants. Turret First bleibt nochmal einiges um rauf. Und Gragas kommt auch nicht mehr an, denn diesen Turm unten dran. Rommel wird jetzt auch gleich nochmal die Wave rausclearen. Hat da alle Zeit der Welt. Farmtechnisch sind zwar beide gleich auf, aber Gragas hat jetzt natürlich durch den Teleport einiges an Assists und vor allen Dingen auch den Kill abräumen können. Das bringt ihm halt goldtechnisch dann schon ein bisschen weiter nach vorne. Auch die Antwort hier. Oh, oh, uff. Oh. Aber da muss ich mal zittern. 12 Minuten, 15 Minuten, das sind immer so Marken, wo Zoe schon mit einem guten Treffer und einem guten Sleep dich einfach mal 80% deiner HP erleichtern kann. Hier ging's noch. Luden ist halt noch nicht da, aber ab dem Luden tut's schon weh. Der Bild sieht übrigens auch sehr interessant aus von der Ski. Natürlich für beide Teams immer sehr relevant, damage-technisch. Gönnt man sich da gerne ein paar Extra-Werte. Barrel ist draußen, der Unsichtbare. Der wird ja auch zurückgeworfen. Talon kommt nicht ran für seine Kombo und kriegt vor allen Dingen den Dot nicht aufs Ziel. Und das ist halt seine Hauptschadensquelle. Ah! Zoe gönnt sich hier. Smite war nicht on point, aber die Kindred Ultimate wurde jetzt gezogen. Da wird man wieder rausgeschmissen. Joko ist down. Xerxe gönnt sich der Knallzapfen. Schmeißt Niski zurück. Das ist sogar ganz gut für ihn, weil er der einzige Gegner inmitten von dreien war. Und somit das Ganze sogar nochmal überstehen konnte. Das ist bitter. Also, dass da halt einfach Zoe diesen Drake mitnimmt, ist natürlich nicht perfekt gemacht von den Junglern. Und sowas sollte vermieden werden. Zumal man 2 Smites in seinem Team hatte. Ja, das kommt noch mit dazu. Talon hat es auch gesmited, aber anscheinend nicht richtig. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Problematik, wenn du halt Midlaner bist und halt die Jungle spielst. Dann ist das natürlich Smite-Timing eine Sache, das ist Neuland für dich. Da musst du dich erst dran gewöhnen und dann passieren genau so eine Dinge. So, hier sehen wir das Ganze nochmal. Der Drache auf 2000 Leben erstmal so ein bisschen gehalten. Niski kann halt die ganze Zeit flankieren. Er wird halt nicht bedroht. Ne? So, Nyxeloid traut sich da nicht rein. Und dann kommt das Smite halt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sah aus, als ob das Smite quasi den Drachen gelastet hätte. Aber dann kamen die Passive halt von Zoe noch mit dazu. Das Ganze reicht. Schöner Einebner. Und der Knallzapfen war halt perfekt hier nochmal für Niski. Der kommt dadurch in eine gute Position. Kann nicht abgeholt werden. Und somit insgesamt halt einfach ein besseres Play für Splice. Also, was die Teamfights angeht, einfach gerade deutlich effizienter. Ja, muss mich auch korrigieren, Betsy hatte nämlich gerade zu dem Zeitpunkt kein Smite. Hatten sie halt ein Smite.
Aber ist trotzdem keine Entschuldigung, muss man sagen, dass halt der gegnerische Midlaner, die einfach den Drachen mobst. Es war wirklich haaresbreite. Es war halt super, super knapp. Ändert aber nichts am Verlauf. Und so ein Drache kann halt wirklich viel ändern. Es sind halt direkte Schadenswerte, die du bekommst. Ja, gerade bei einer Kaiser. Ja, dann doch von beiden sogar profitiert. Was das Itembild angeht bei Talon, ist es etwas, was wir in EU häufiger sehen, dass sie da das Jungle-Item rushen? Das ist eine Frage, ob man es nicht häufiger sieht. Ich glaube, es ist halt eher unüblich, so von dem, was ich bei Talon bisher gesehen habe. Gerade Jumbus ist ja auch so ein Item, was sich halt auch schneller roamen lassen kann, was sich da effizienter werden lässt. Aber letztendlich ist es halt sehr stat-effizient, sehr gold-effizient. Das muss man schon dazu sagen. Sehe ich aber trotzdem nicht so häufig. Ganz klare Sache. Teleport jetzt in die Backline. Whisky, da muss ich aufpassen. Und Rumble ist aber mutig. Der ist halt kein Fulltier. Der schläft direkt ein, wird abgeholt. Xerxe mit dem Kill. Da war der gute Ruin ein bisschen übermütig. Zumindest kriegt man jetzt Zoe in der Backline. Kaiser muss ihren Kopf hinhalten. Xerxe geht mit der Ultimate nochmal rein. Aber jetzt hat man keinen Barrel mehr, um gegen diese Ultimate arbeiten zu können. Das war einfach perfekt. Joko kann jetzt aufräumen von hinten. Kasi brennt doch so ein bisschen. Das Red Smite hat da natürlich einen gewissen Grundwert an Schaden. Auch da kann man sich die Kill auch sichern. Und da Giants das erste Mal im Auftrumpfen. Den Herald auch direkt konsequent eingesetzt. Der erste Teamfight, den sie halt eindeutig für sich entscheiden können. Und sie kriegen eine Menge raus. Das wird nicht bei dem einen Turm bleiben. Nee, gerade wenn man mit dem Herald nochmal den zweiten Charge bekommt. Und man hat hier auch genug Damage eigentlich, dass man am Turm anrichten kann. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch noch der zweite Turm. Auf der Toplane sehen wir auch. Steelback da am Pushen, zieht sich jetzt aber lieber zurück. Verständlich, sich hier catchen zu lassen, wäre nicht so gut. Ja, hier das Ganze mal in der Wiederholung. Der Teleport war halt schon ein bisschen greedy an der Stelle. Nee, der hält nicht mehr aus. Man sieht auch, er kassiert die volle Combo, schläft ein und stirbt dann sofort. Hat auch sofort den einen immer geworfen, mehr konnte er nicht machen an der Stelle. Aber hier ist halt einfach der wichtigste Faktor für Nukes in Lot. Er hat eine wunderbare Ultimate gelandet, konnte damit halt 3 bis 4 Leute perfekt zonen, kriegt die Ultimate auch durch. Betsy kann sich danach halt über die Wand zurückziehen, da ist halt ein Shen auch kein wirklicher Angstfaktor mehr für ihn. Also Shen hätte ihn vielleicht sogar töten können mit dem Schattenschutz, wäre dann aber 100%ig selber gestorben. Was er jetzt trotzdem noch ist, wohlgemerkt. Bitte an der Stelle, aber hier ist der Nuxelot so ein bisschen Held der Situation. Also als Support dann solche Plays machen zu können, ist halt schon viel wert. Man muss als Support nicht immer den Schaden mitbringen. Der CC-Faktor reicht manchmal voll und ganz aus. Ja, gerade bei Morgana, zumal die Ulti, die braucht ja einen ganzen Moment, bis dann das Festhalten durchkommt, aber der Gegner muss sich halt entscheiden. Entweder versucht er mit allen Mitteln da rauszukommen, oder er bleibt halt in den Gegnern stehen. Die macht natürlich auch noch eine Menge Schaden. Den Botlane-Turm ist jetzt schwierig zu halten sein. Das ist so ein bisschen die Problematik auch bei Splice. Sie haben halt so 2, 3 Teamfights sehr, sehr gut gespielt, sind da sogar positiv rausgekommen, aber sie waren halt nie der Initiator. Sie haben halt immer bloß die Antwort geliefert auf solche Fights und haben dadurch halt nie die Möglichkeit gehabt, selber an Objectives zu kommen. Sie sind halt immer diejenigen, die reingepusht wurden und turmtechnisch sind sie dadurch halt schon ein bisschen nach hinten gefallen. Also aktuell hat Giant sich 4 Türme sichern können, nicht zuletzt auch durch den Herald-Einsatz eben. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Aber bisher bloß der eine Turm, den Splice jetzt hat. Ja, was dann natürlich auch nochmal die Situation schlimmer macht für Splice, weil sie haben halt eben einen Talon gegenüber sich. Und wenn er da mehr Kontrolle im gegnerischen Jungle hat, kann er sich freier bewegen, kann besser flanken, kann in den Teamfights die sichere Position für ihn finden. Talon ist halt krass vom Verhalten her auch im Game, was Power Spikes angeht. Also im Late Game baut er halt drastisch ab, was seine Effizienz angeht. Gerade auch gegen den Gragas ist es schwierig, weil Gragas ist halt nicht nur ein Tank, sondern er ist auch ein guter Peel-Faktor. Er bringt halt saumäßig viel CC mit. Trotzdem solider Grundschaden, der W hat ja auch nochmal einen Buff bekommen. Mit der Abyssal Mask verstärkt er quasi auch nochmal den Schaden von Kaiser und Zoe, solange Gegner halt in sehr naher Reichweite um ihn herumstehen und er versucht ja eh immer einen Gegner zu kleben. Das Ganze, das habe ich halt gut abgerundet. Talon, nein, AETS hatten wir halt ein Game, was so ein bisschen als Beispiel vorangegangen ist. Da hat nämlich Mickey auch einmal Talon gezockt und hat er zum Midgame hin extrem an Effizienz verloren. Also er konnte halt fast gar nichts mehr machen und im Late Game hat er dann halt wirklich nur in der Flanke gestanden. Also er hat halt quasi nur supported, kann man schon fast sagen, weil er immer aus der Flanke Druck ausgeübt hat und hat tatsächlich noch Lücken gefunden, in der gegnerischen Verteidigung dort Carries zu eliminieren. Ah, der Black Shield war nicht rechtzeitig. Aber Nitzki kriegt seine Kombo nicht durch. Das ist übrigens beim Black Shield auch was, was man immer beachten muss. Wenn der Black Shield da ist, bevor die Bubble dich trifft, dann wird der Schlaffaktor, also dieser CC, unterbunden. Wenn du aber, während du schon getroffen wurdest und dann langsam drowsy wirst, dann erst den Spell Shield aktivierst, reicht es halt nicht. Dann wirst du so oder so vom CC noch erwischt. Ah,
Ja, du hattest doch gerade bei dem Talon gesprochen, was seine Power Spikes angeht. Das ist halt auch das Problem, was wir in der LCK sehr, sehr oft bei ihm gesehen haben. Also die Games da einfach viel, viel länger nochmal als in EU. Teilweise 40, 45 Minuten. Dann da doch sehr AP-lastig immer noch das Spiel. Das heißt, viel mehr Hourglass ist zur Verfügung. Und der Talon hat halt einfach häufig nicht die Möglichkeit bekommen, irgendein Ziel rauszunehmen. Also er ist halt immer über die Flanke gekommen. Und dann dreht sich der Gragas oder der Swain um und denkt sich, ja, hallo Talon. Kann halt schnell gehen. Vor allem für Zoe ist es auch gefährlich. Also in der Theorie, wenn man sich das Matchup anschaut, muss quasi Talon Zoe so schnell töten, bevor er einschläft. Also wenn er getroffen wird, muss er sie einfach direkt bursten, bevor er einschläft. Ansonsten ist er derjenige, der halt den Kopf hinhalten muss. Aber so ein bisschen die Antwort darauf sehen wir jetzt auch schon. Das hatte ich vorhin angeschnitten. Der Hextricker ist halt da. Und halt einfach die One-Shot zu vermeiden, ist natürlich gegen eine Vierer-AP-Komposition auch keine schlechte Idee. Camille so als einziger AD-Faktor ist jetzt für ihn auch nicht so gefährlich. Wenn Camille zum Beispiel auch mal im Collapse kann er sich halt einfach unsichtbar machen, da ist seine Ultimate ziemlich stark und das ist halt nicht wie bei vielen anderen Champions aktuell eine Tarnung, sondern halt wirklich richtig Unsichtbarkeit, nicht nur Camouflage. Geht ja in den Nashor ran, das ist vielleicht ein bisschen übermütig. Also Giants da ein bisschen zu schnell, haben aber auch bloß so ein bisschen versucht, sich reinzutasten und zu schauen, wie halt der Gegner reagiert. Der hat halt auf die Antwort gefunden mit einem Teleport. Beziehungsweise sogar mit einem Teleport, der halt angerissen wurde, kann man sich halt auf dem aktuellen Patch noch erlauben. Ich meine, sie haben drei Teleports mit dabei. Dadurch ist jetzt zwar eine Teleport-Advantage für Giants gegeben, ist aber sau schwierig auszumisten. Das haben wir vorhin schon 17 erwähnt. Ja, zumal hier auch immer noch, also Shen hat ja sowieso seinen Teleport, aber er hat halt auch immer noch seine Ultimate. Ich kann wieder grinsen. Niski hat gerade den Blue Buff getroffen, ohne dass uns gezeigt wurde, was er Vision hatte. Das war ein Spectator-Bug. Weiß noch, was wir das letzte Mal hatten. Das war sogar auch mit Zoe, glaube ich. Ja, da hat sich der Twitch-Chat ganz so aufgeregt. Und dann so, oh, was, der hat einfach noch einen Bug und er hat ihn gar nicht gesehen und so weiter. Aber ja, er kriegt manchmal halt noch kurz Vision, ne? Gerade wenn der Blue Buff zum Beispiel aus dem Busch nochmal angreift oder so. Kann man das durchziehen. Der Spectator zeigt uns das Ganze halt lustig. Ihn ist so ein bisschen alleine. Barrel wird geflasht. Ist damit für ihn sogar eher hilfreicher als gefährlich. Aber den Flash wird er nicht so schnell wiederbekommen. Interessante Methode, bei Rumble auf Morellos First zu gehen. Das ist ja ein erstes Item, das er konsequent ausgebaut hat. Normalerweise versucht man ja, so den Weg Richtung Leandris zu finden, mal diese vielen kleinen Damage-Ticks von ihm, vom Flammenwerfer, auch in prozentualen Schaden umwandeln zu können. Morellos ist halt hinsichtlich dessen nicht ganz so effizient für ihn, vor allen Dingen, weil es ihm halt Flat-M-Pen gibt, was halt besonders dann ineffizient ist, wenn der Gegner quasi schon Magieresistenzen gebaut hat, was hier offensichtlich der Fall ist. Ah. Es ist halt, die Backsheets kommen aber auch konsequent immer zu spät, ne? Und ihr seht, das ist halt echt nicht feierlich. So, das ist Zoe, Freunde. Ja, eine Zoe, die hier auch schon sehr, sehr früh nach vorne gekommen ist. Ich hab das gar nicht mitbekommen, ne? Hab mich gerade gefragt, hä, wovon kommt denn jetzt ein Replay? Und dann ist ja einfach, das hat uns der Spectator quasi nicht mehr gezeigt. Einfach so weggebombt worden. Kurz und bündig. Es war zu schnell, da kamen sie nicht hinterher. Ja, wie gesagt, 3 von 3 Bubbles, zu spät geblackshieldet. Zum nächsten Mal muss er einfach ein bisschen aufwachen. Direkt und schneller sein. Gerade auch auf dem Level. Und da gibt es keine Ausreden. Wir sind ja auf LAN-Servern quasi unterwegs. Also auf lokalen Servern. Und da hat man halt keine Ping-Schwankungen. Da hast du auch keine Lags. Da zählen nur die harten Fakten. Entweder du warst schnell genug oder warst nicht schnell genug. Mal die Anwendung auf einen selber ja noch schneller funktioniert. Dadurch, dass man dafür ja nochmal einen anderen Befehl hat. Giants haben nach wie vor die Intention, diesen Nashor für sich zu beanspruchen. Also Sichtkontrolle ist für sie maßgeblich vorhanden, der oberen Hälfte. Splice muss sich dann mal ein bisschen nach unten aussuchen lassen, aber es ist halt trotzdem nicht einfach, den Nashor zu holen. Sie haben jetzt auch kein krasses Team, was den Nashor halt innerhalb von Sekunden abholen kann. Wahrscheinlich ist sogar Kindred der beste Damage-Faktor aktuell bei ihnen, weil sie halt diesen prozentualen Schaden noch mitbringt. Stelle kann man sich kurz die Vision-Kontrolle zurückarbeiten. Da sollte Giants auch eigentlich ein bisschen aggressiver vorgehen, dass sie halt sowas nicht so einfach zulassen. Und hier ist natürlich auch mal die Frage, ja, wann will der shoppen gehen, wann muss man basen? Du kannst natürlich nicht Ewigkeiten nach vorne bleiben. Sonst outscale dich der Gegner irgendwann. Gold will auch ausgegeben werden. Wir kennen alle das Spielchen. Hast du 3000 Gold im Inventar und hast du halt 3000 Gold mehr als der Gegner, bringt sie im Endeffekt trotzdem nichts, weil das Gold halt noch nicht in Attribute umgewandelt wurde. Nee, und das kann dir auch ganz, ganz schnell zum Verhängnis werden.
Gerade wenn du dann gecatcht wirst oder in Teamfights. Dann wird der Vorsprung gerne mal verhindert. Ja, und der Vorsprung ist aktuell nicht so groß. Giants, 2000 Gold. Ein bisschen mehr. Ist nach 24, 25 Minuten auf jeden Fall noch nicht aussagekräftig genug, dass man sagen könnte, sie nehmen hier auf jeden Fall den Mund mit. Da muss man sich noch konzentrieren. Darf noch nicht den Schludi-Renner raushängen lassen. Das machen sie auch bisher ganz gut. Also killtechnisch gesehen, 16 Kills auf 24 Minuten. Ist aktuell Schnitt, würde ich so sagen. EU-LCS ist jetzt weder besonders viel noch besonders wenig. Ab und zu gibt es dann so ein paar Ausnahmen. Aber zu so einem Zeitpunkt, gerade wenn der Nash jetzt auch auf dem Spielfeld steht, sind halt die nächsten Minuten immer sehr entscheidend. Also jetzt ein Teamfight, wie vorhin, der halt sehr eindeutig ausgeht, egal für welche Partei, hat den Nasher wahrscheinlich als Konsequenz zur Folge. Und damit halt auch vielleicht sogar schon die Vorentscheidung. Man weiß es immer nicht. Kommt natürlich auf die individuelle Situation drauf an. Ja, gerade in der LCK sehen wir teilweise nach den Spielen, nach den Barons noch sehr, sehr lange Spiele. Also ich hatte da am Mittwoch sogar ein Spiel mit drei Barons hintereinander und sie haben es nicht geschafft, das zu finishen. Am Ende hat dann einen Tahm Kench Support mit Smite am Ahndrachen das Spiel beendet. Guten alten Tahm Kench Smites. Da dachte ich auch erstmal, das wäre ein Spectator-Bug, weil man hat nur gesehen, wie Tahm Kench auf den Ahndrachen zuging. Man hat aber nicht gesehen, was er mit ihm gemacht hat. Also da war kein Auto-Tag. Hat er mit Spellbook gespielt oder hat er Smite? Ja, er hat Spellbook. Ja, okay. Und ganz knapp vorher das gewechselt. Oh, das war voll. Halt auch erstmal Strategie. Das ist halt natürlich dann auch immer eine Kunst in League of Legends, halt in jeder Situation sich halt schnell anzupassen. Was auch so ein bisschen das Problem, was die Coaches manchmal haben. Das tut mir auch wirklich im Herzen leid. Du kannst der geilste Coach der Welt sein, aber du kannst deine Spieler halt einfach nicht auf jede Situation vorbereiten. Das geht nicht. Im Endeffekt kannst du halt so ein paar Standardsituationen durchgehen, aber jeder Spieler muss in jeder Situation quasi selber alles, was er jemals in League of Legends gelernt hat, irgendwie kombinieren, um dann halt die richtige Reaktion zu finden. Und es gibt halt so viele verschiedene Ereignisse, die stattfinden können. So vielen verschiedenen Konstellationen. Zum Beispiel den Nasher, den man angeht. Sich Giants mal wieder ranwagen. Joker, wie gesagt, die wichtigste Schadensquelle ist auch derjenige, der dran bleibt am Nasher. Der hat aber noch eine Menge Lebenspunkte. Also for free gibt sie nicht. Der ist jetzt alleine im Nash-Pit. Muss da hinten rausgehen. Hinterm Nasher kriegt man durch die Spikes auch immer noch mal ein bisschen mehr Schaden. Deshalb Vorsicht geboten. Ja. Zumal Oduwamne auch das TP ready hatte. Und wir wissen es ja, selbst wenn Joker da die Ulti zieht, ein Fass von Oduwamne kann ihn das einfach sofort zunichte machen. Und dann stehst du natürlich in vier Gegnern und da kommst du nicht mehr raus. Insgesamt hattest du es ja eben gerade schon gesagt, der Baron kann hier wirklich entscheidend sein, gerade wenn man danach den Teamfight gewinnt. Und in der Regel ist ja das Team, was den Baron angeht, auch das Team, was am wenigsten HP hat, bevor es in den Teamfight geht. Ja, vor allem den Debuff noch mit dazu. Das ist schon was, was dir ganz schnell das Genick brechen kann. Wir kennen halt alle diese Baron Throws. Dignitas hat es damals in NA sehr, sehr gut vorgemacht, wie man es nicht machen sollte. Könnte wirklich jeder Coach einfach die damaligen Dignitas Teamfights oder auch Spiele als perfektes Lehrmaterial nutzen. Leute, wann macht ihr keinen Nasher? Wann könnt ihr euch entscheiden, ihn zu machen und wann nicht? Ich habe auch das Gefühl, dass Giants halt die ganze Zeit so, also nicht das Gefühl, es ist so, sie versuchen die ganze Zeit den Nasher zu spielen, aber sie sind halt so behutsam, dass es mir eher so vorkommt, als wenn sie halt die gegnerischen TPs baiten wollen. Aber das ist halt bei drei TPs so schwierig. Und hier, man muss direkt wieder abbrechen. Splice lassen lässt sich zu und ihnen fehlt dafür einfach der Schaden. Sie haben auch keinen Bergdrachen oder ähnliches, dafür haben sie aber einen Einebner, das ist gar nicht schlecht. Kobbe, der muss da unten rausgehen, hat noch keinen Mark drauf. Betsy immer noch auf der Jagd, Shen Ult ist draußen, aber Betsy schafft das dann nicht alleine. Das Team braucht noch ein bisschen, bis es da hinterherkommt. Die sind halt oben rausgezoned worden und dadurch kommt insgesamt kein Kill zustande. Du hattest vorhin bei Ruin gesagt, dass er sich ja kein, also dass man sich in der Regel mit Rumble ja Lyandris holt. Das ist ja hier natürlich auf Sonyas gegangen, macht natürlich auch Sinn. Aber es sieht doch nicht so aus, als ob er sich das in der nächsten Zeit noch holen würde, geschweige denn den leeren Stab. Das ist krass, also er setzt halt wirklich auf Max AP, was für Rumble nicht immer gut sein muss. Im Endeffekt muss man hier, glaube ich, so ein bisschen den Trade-off sehen, dass er zwar jetzt weniger effektiven Schaden über Zeit hat, dafür hat er aber die Heilungsreduktion noch mit dazu. Und auch die Gragas Passive ist halt ein Heilungsfaktor, den man einfach nicht ignorieren sollte. Also die Passive kann sehr, sehr stark auch in solchen Teamfights mit reinwirken. Wenn er die halt drei, vier Mal brocken kann, sind das schon viele Leben, die er wiederherstellt. Aber ich denke, dass Lyandris hier an der Stelle trotzdem besser gewesen wäre. Wurde denn sich jetzt als drittes Item Rabadons? Vermutlich ja, viel bleibt ja nicht auch, was er aus dem Nidus bauen könnte, also aus dem Übergroßen. Theoretisch, also ich denke auch, dass er in Richtung Rabadons geht. Meine theoretisch, kommt immer darauf an, worauf es anlegen möchte. Ne? Wenn er jetzt quasi auf den One-Shot-Burst mit seinem Ultimate gehen möchte, dann hätte er halt noch so die eine oder andere Option.
Aber ich denke, Deathcap ist halt hinsichtlich des kontinuierlichen Schadens einfach hier ein bisschen effizienter. Und Rumble ist ja auch ein Champion, der quasi nicht nur in einer Sekunde seinen ganzen Burst drücken möchte, wie Vladimir zum Beispiel. Und Rumble ist ja auch ein Champion, der halt gerade am Flammenwerfer die ganze Zeit über einen super Schaden fahren kann. Vor allen Dingen auch auf mehrere Gegner, je nachdem wie sie verteilt stehen. Ja, es wird sogar das Ludens. Nee, wenn es Ludens werden würde. Stimmt. Das alte Ludens hätte er so bauen können. Das neue Ludens funktioniert nicht mehr so. Nee, Ludens gibt ja jetzt Mana, das wird ja jetzt anders gebaut. Also er geht, ich hab den One-Shot-Burst mit dem Ultimate. Hab ich jetzt schon. Ja, das, ich hab's mir schon fast gedacht, nachdem er halt auch in Richtung Morales gegangen ist. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man verargumentieren kann, vom Playstyle vor allen Dingen her, wie er es gerade spielt. Weil er mit dem Einnehmen dann bis die Eröffnung sucht und er versucht halt auch nicht großartig zu fronten. Aber da kann man viele Punkte dafür und auch einige dagegen finden. Ja, und gegen die weichen Ziele braucht er ja nicht so viel Magic Pen. Nur du hattest es eben gesagt, gegen Gragas wird er dann nicht so viel Damage anrichten. Xerxes sucht auch ja immer eine Zielmöglichkeit. Die Teams sind sehr verhalten. Betasten sich so ein bisschen, haben wenig Optionen auch dadurch, den jeweiligen Gegner zu catchen. Auch Kobbe wird zwar von der SWO Ultimate getroffen, aber das juckt ihn ja relativ wenig. Talon findet da keinen Anschluss. Betsy ist ja auch, muss man sagen, ein bisschen unglücklich unterwegs. Er hat 6 Assists bekommen und keinen einzigen Kill. Gragas mit dem Engage, aber Blackshield war rechtzeitig da. Da wird man nicht zurückgeschleudert. Joko kann nochmal ein bisschen Damage fahren. Den Crit kriegt er hier allerdings nicht durch. Der Burst erreicht auch nicht an der Stelle. Unten ist man jetzt an Niski dran. Der Flammenwerfer ist am Start und es reicht auch. Niski ist down. Ruin geht direkt mal Stundenglas rein. Den zweiten Kill kriegt man noch über Killroot. Und es ist auch endlich der Gragas gefallen. Und das ist die Möglichkeit. Hier kann man jetzt eventuell Richtung Nashor gehen. Xerxe wird doch so ein bisschen gejagt. Den muss man natürlich möglichst aus dem Pit raushalten, dass der nicht mehr zu einer Smite-Aktion kommt. Betsy ihm 1 gegen 1 ist nicht die beste Idee. Dazu Jason wird auch hier direkt auseinandergenommen. Da macht Xerxe kurzen Prozess. Not even close. Für Betsy hieß es da eigentlich ein bisschen aufs Team warten, sie Anschluss finden lassen. Aber damit ist die Nashor-Chance auch wieder dahin. Sie haben jetzt viel Zeit verschwendet und auch noch den Midlaner verloren. Ja, also da hätte Betsy sich zurückhalten müssen. Gerade gegen Xerxe im 1 gegen 1. Wo er noch nicht so weit vorne ist, sehen die Karten eher schlecht aus für ihn. Wäre sehr greedy gewesen. Ja, man wollte das unbedingt die Tore machen. Das war ein sehr, sehr schöner Black Shield. Da halt einfach Joko nicht zurückgeschmissen wird. Dadurch kann man Gragas schon mal viel Damage reinhauen. Der Steep war jetzt hier unglücklich. Also, dass da der Q nicht ankam von Zoe, hat viel ausgemacht in dem Teamfight. Und dann kommt halt einfach Ruin aus der Flanke. Verbrennt Niski komplett. Schön gegrillt. Da tankt der Rodoam auch nicht mehr genug, weil er hat 4 Magieresistenzen. Aber er hat halt wenig Rüstung, um halt da wirklich in den Schaden von Joko standhalten zu können. Ja, dieser Zoe-Q war auch echt entscheidend. Weil gerade über das Luden kommt halt nochmal super viel Schaden rüber. Und sie standen sehr, sehr nah beieinander. Ich muss nicht mal darauf achten, wenn sie Kittel wieder im Bild haben, wie viele Stacks sie jetzt hat. Das ist natürlich so mal dieser interessanteste Faktor. Mehr Stacks, desto mehr Reichweite, desto mehr Schaden. Der Bergdrache ist übrigens noch während des Replays an Giants gegangen. Das könnte hier sogar ziemlich wichtig sein. Das ist nicht mal ein Drache, wo du sagst, ja, war ein Drache, haben sie genommen. Sondern so hart, wie sie versuchen, um den Nashor gerade zu spielen, kann es für sie auch der Damage-Unterschied sein, um den Nashor mal Stab holen zu können. Vorhin waren sie ja schon nah dran. Und da nochmal 10% extra absoluten Schaden zu haben, also effizient so 24% mehr Damage, und den Nashor ist schon nicht verkehrt. Gute Abende, wo sind deine Manieren? Da war der Blackshade wieder rechtzeitig da. Na, ist der nächste Leute langsam ein bisschen aufgewacht. Zum Anfang halt sehr, sehr oft das ganze Mist-Time. Jetzt mal rechtzeitig da war der Blackshade allerdings auf Cooldown. Aber Joko war zu weit vorne, flasht dann auch das Barrel nicht und wird direkt rausgenommen. Da muss man aber sagen, er war nicht im Shane CC, bevor er das Barrel getroffen hat. Und er hätte sein Flash zur Verfügung gehabt. Dann muss er diese Reaktion einfach finden und da in Sicherheit flashen. An der Stelle war auch keine Ultimate mehr für ihn möglich. Saubere Kombo von Splice und damit erstmal wieder ein bisschen Zeit, die sie hier gewinnen können. Ja, und den Jungler raus. Gehen hier natürlich trotzdem kein Baron an. Es wäre auch zu riskant, zumal jetzt auf der Toplane gerade ein Slowpush für Giants ist. Man muss sich ja auch in Acht nehmen vor dem Einebner. Jetzt zieht sich hier easy peasy zurück. Gar kein Problem für ihn, er hat seine Ultimate zur Verfügung. Hat mittlerweile auch nicht mehr so viel Cooldown. Ne, ihr seht es gerade, Ultimate aktiviert, direkt schon wieder ein Viertel mit da. Talon Ultimate ist da relativ schnell wieder einsatzbereit. Aber jetzt Fly ist das erste Mal mit einer eigenen Nashor-Intention. Aber
brauchen halt Ewigkeiten. Der Kaiser ist auch nicht ein Damage, um ihn halt schnell abzuholen. 4000, vor allem sie machen das gegen Double Smite. Das ist halt super, super riskant. Der Nasher, den kriegen sie hier trotzdem. Was können sie noch mitnehmen, ist die Frage. Betsy ist super low. Den können sie hier noch mit abholen. Xerxe geht über die Wand mit drüber. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Der muss jetzt im Gegenzug abgeholt werden. Kindred Ultimate verhindert etwas Schlimmeres. Vor allem der Damage mit dem Sleep von dem Snipe. Tut denn doch schon weh. Man merkt, da ist schon einiges an AP auch vorhanden, dass der W dort von Kaiser ein bisschen mehr weh tut. Aber insgesamt ein guter Tausch für Splice. Also sie zeigen hier nochmal so ein bisschen Aktion. Nasher mitgeholt, 1:1 Tausch. Ist für sie auf jeden Fall deutlich, deutlich effizienter an der Stelle gewesen. Und damit finden sie halt auch wieder so ein bisschen Anschluss im Gold. Sind immer noch ein bisschen behind, trotz des Nashers. Aber jetzt ist auch immer die Frage, was hängt an diesem Nasher noch dran? So, was können sie im Nachhinein daraus machen? Es ist halt ein bisschen schade, dass man hier mit zwei Smites trotzdem nicht schafft, halt dagegen halten zu können. Aber Kindred war halt einfach noch viel zu weit weg. Und da ist halt wieder der Faktor, ein Midlaner ist dann halt nicht so smite-sicher wie halt vielleicht ein Jungler, der das schon sein Leben lang gefühlt macht. Asche ist Kindred Ult. Aber das Kindred Ult ja auch nicht gewesen. Wäre wahrscheinlich sogar noch auf den Kill für Joko gegangen. Er musste halt immer ein bisschen predikten, wann er geone-shottet werden könnte und wann er einschläft. Jetzt natürlich die Defensive. Müssen sich da jetzt selber so ein bisschen durchquälen. Die extra Magieresistenzen von den Vasallen machen es natürlich nicht einfacher. Vor allem mittlerweile ist ja nicht nur die Magieresistenz, sondern auch die Schadensreduktion allgemein. Was halt auch Talon ein bisschen schwieriger macht, dort einen Wave gehen zu können. Bubble Saar sind auch sehr ungünstig für ihn. Aber da bist du als Talon eigentlich gewappnet. Einfach die Abkürzung über die Wand genommen, dann geht's. Ah, und die Vasallen, man sieht's. Kommen halt ziemlich nah an den Turm ran. Die Frage ist jetzt bloß, wie findet man dieses kleines bisschen, dieses kleine nötige Etwas, um auch an den Turm ranzukommen? Weil dieser Schaden gegen Turrets ist halt für Splice nicht unbedingt so krass. Ja, das stimmt. Gerade Odoan, ne, Xerxe und Kha'Zix kommen da natürlich überhaupt nicht ran. Das heißt, man muss da über Nisqy und Kobbe gehen. Das bilden sich ja auch, haben dann auch den Turm auf der Top-Lane bekommen. Für Ultimate mehr zum Scouten hier gedacht. Ein bisschen poken, dass es hier effizient eingesetzt wird. Ist aber vollkommen fein. Man muss sich immer vor Augen halten, einen Teamfighter SW Ultimate einzusetzen, ist halt selten möglich, weil er sich selber ja in dem Moment stunt oder festhält, was auch immer. Er kann halt nichts anderes machen, außer sein Ultimate durchzuchanneln, wenn er es erstmal aktiviert hat. Was natürlich nicht ganz so geil ist. Haben halt sich da auch sehr, sehr gut gesplittet, muss ich sagen. Also zu zweit halt mit denjenigen, die den Turm gefährlich werden konnten. Hoch auf die Top-Lane. Da musste Giants natürlich rotieren. Dann konnten sie in der Mitte den Turm nehmen. Genau, und das ist halt der Punkt, wie sie diese Schwachstelle, das Siege-Verhalten eher so ein bisschen mau ist, sage ich mal an der Stelle, ausgleichen können, indem sie Gegner versuchen auseinanderzuziehen, mit dem Nash-Buff effizient halt auf mehreren Lanes zu arbeiten. Das funktioniert auf 2. Ja, ja, ich dich da, aber Kios S ist mittlerweile am Start. Auch ein absolutes Muss in so einer Situation. Kann man wenigstens dort gut den Sleep einsetzen und nicht nur das, sondern Kios S gibt dir wenigstens auch ein paar Base-Magie-Resistenzen, dass du halt nicht den kompletten One-Shot kassierst. Minimum mit dem Nasher wurde jetzt hier gerade vollbracht. Die zwei Türme eingerissen, aber auch der Niederturm in der Mitte und auch der Top-Lane sehen schon sehr, sehr angeschlagen aus. Das für Splice fehlt gerade einfach bloß mal so ein ganz, ganz kleines bisschen mehr. Dann haben sie den Schlüssel, um in die gegnerische Base zu kommen. Aktuell sehe ich dabei Giants auch so ein bisschen Mühe und Not, eine Antwort zu finden. Udo Amde ist halt einfach nicht das richtige Ziel. Nisqy schafft halt auch immer so weit hinten zu stehen, dass er halt nicht engaged wird. Da fliegen die Bubbles. So, und das ist ja genau das Ding. Sie müssen bloß warten, bis der Engagement gut aussieht. Joko schafft seine Ultimate zu ziehen. Das war wichtig. Der Eidebener, der liegt jetzt hier. Joko geht nach hinten raus. Aber vorne ist der Nuxelot ganz alleine. Wird jetzt hier abgeholt. Kaiser gönnt sich den Kill. Kindred dafür jetzt mit Gragas den Boden aufgewischt. Und jetzt kommt man von der Seite rein. Das ist Kobbe. Das ist ein Kaiser, der halt anhand im Late Game ist. Der Damage ist vorhanden. Er entscheidet sich doch, um Betsy ein bisschen zu jagen. Der Sleep trifft hier sogar nochmal Nisqy. Der holt sich hier Ruin ab. Der versucht hier vorbildlich für seinen AD Carry zu blocken, aber wird dadurch selber zum Opfer. Das ist bitter für ihn. Das könnte sogar schon gewesen sein. Also Splice sind jetzt gut am Drücker. Drei Leute down von Giants. Die müssen das hier alleine verteidigen. Sieht aber noch ganz gut aus. Also man traut sich jetzt hier nicht weiter nach vorne zu gehen. Xerxe hat sich so lange auch noch im Enemy Jungle vergnügt. Sie wollen den Elder Drake mitnehmen. Der ist mittlerweile gespawnt. Ist auch für beide Seiten halt nicht wenig wert. Drei Drakes auf den Seiten von Giants. Und Splice haben sich auch zwei bisher gegönnt. Was
natürlich den Elder Break auch vom Damage-Verhalten her nochmal ziemlich lukrativ. Den ersten Endep haben sie, die Gegner sind immer noch down, sie haben keine Option, den zu contesten. Das ist es Free Drake. Ja, anschließend können sie sich dann zurückziehen und dann gleich den zweiten Sturm auf die gegnerische Basis wagen. Und du hast es eben gerade gesagt, Giants fehlen so ein bisschen die Antworten hierauf. Sie finden halt auch keine guten Teamfights oder eine Möglichkeit mit Betsy. Der Genshin gar nicht schlecht aus, aber Joko hat halt, da war so eine kleine Kombinationssekunde hat quasi gefehlt, dass er noch in der Lage war, sein Ult zu zünden, konnte dadurch noch viel, viel Schaden aus der Backline fahren. Aber der wichtigste Punkt ist einfach, dass Kobbe machen konnte, was er wollte. Da kommt Xerxe nochmal mit dem Engage, trägt halt wunderbar den Shen dann nach vorne mit rein und Kobbe kann sich dadurch frei bewegen. Man kreiert quasi eine Zone für ihn, dass niemand vorbeilaufen kann, um ihn einfach zu bedrohen. Und der Sleep hier war natürlich nochmal richtig eklig. Da hat sich quasi der Sleep, den man vorher getroffen hat, ausgezahlt, dass da das QSS schon gezündet werden musste von Steelback und dass er jetzt keinen zur Verfügung hatte. In einer Minute wieder da. Da haben wir Cassidy wieder so ein bisschen was. Also er merkt mittlerweile, dass der Schaden dann auch ein bisschen stärker ist. Ich finde, gegen ihn so ein bisschen was an Rüstung hat er ja. Aber es ist ein bisschen zu wenig. Also Iceborne Gauntlet ist jetzt nicht das Full-Item, was dir halt richtig viele Resistenzen gibt. Früher wäre es sogar Frozen Heart gewesen. Aber dazu muss man auch sagen, dass Gragas mit der Variante über Abyssal Mask und über das Iceborne Gauntlet halt schon noch Damage-relevant bleiben. Er ist ein Full-Tank, der halt trotzdem Carries bedrohen kann. Das ist quasi dieser Trade-off, den man mal süß. Und der Slow ist natürlich auch nochmal ganz angenehm. Und dem passt ja gegen Talon wirklich gut, ne? Aber gegen alle Gegner, die halt selber Gap-Closer haben, also sowas wie Kino oder Ezreal, bringt jetzt auch nicht so viel, den Slow halt mitzunehmen. Aber gegen den Rumble oder gegen den Talon ist nicht verkehrt. Und Talon hat ja wirklich keine andere Möglichkeit. Er muss auf die Gegner zulaufen. Entweder er springt über die Wand und versucht dann auf sie zuzulaufen oder versucht halt straight up zu flashen und direkt auf sie zuzukommen. Und da ist natürlich so ein Slow schon durch Damage. Ah, Freunde, Kaiser, die halt erstmal ihr Death Cap fertig hat, die tut schon weh. Oder Amne jetzt alleine vorne, man versucht für ihn so ein bisschen noch zu zonen, aber es hilft alles nichts. Hier hat man den Catch gefunden und den zieht man auch eiskalt durch. Da sind Giants konsequent. Und dafür tankt er halt einfach nicht genug. Das ist halt eben kein Maokai, das ist kein Mundo. Ich glaube, Mundo ist aktuell so das beste Beispiel, das man da als Full-Tank nehmen kann, weil der hätte das wahrscheinlich sogar noch durchgetankt. Wollte da den Ward clearen, aber zu weit weg von seinem Team. Xerx ist natürlich auch nicht dabei, das heißt, sie können sich hier auch keinen Teamfight wagen. Ja, und dann wird Odoam abgeholt. Das ist schon gesagt, der ist nicht tanky genug. Wichtig war halt auch der einen Ebner. Man hat den einen Ebner quasi am Anfang von Gragas gesetzt und hinten in die Mates, in die eigene von Gragas noch reingelegt, dass die halt auch gar nicht hinlaufen konnten. Wenn sie hingelaufen, wenn sie halt einfach am einen Ebner gesteckt und hat eine Hälfte Leben verloren. Da hat auch Ruin einfach gut gearbeitet. Die Wards werden jetzt abgefarmt. Vision wird sich geholt. Ich denke eher mit der Intention, selber engagen zu können, dass man halt direkt wieder auf den Nasher geht, weil der stellt schon noch einen Risikofaktor dar. Das wäre der Klassiker, wenn du jetzt den Nasher angehst und ihn dir dann einfach stealen lässt. Ich muss auch sagen, die Nasher, den sie vorhin durchgezogen haben, es waren 50-50 Nasher. Also der wäre nicht 100%ig safe. Die Splice haben da schon so ein bisschen Glücksspiel betrieben. Aber es hat funktioniert. Also das kann man ihn auf jeden Fall nicht nehmen. Das kann man nicht abstreiten. Das ist für Ultimate einmal zum Scouten genutzt. Control Ward wurde jetzt auch wieder abgeholt. Ja, Kontrolle ist alles. Bekommt auch schon einiges an Schaden durch eine Ezreal Ultimate. Aber das ist halt auch eben dieses Double-Tier-Bild, was da sehr, sehr viel Damage nochmal in die Ulti bringt. Das ist ja quasi die, ich kann mittlerweile nicht mehr sagen neue Methode, aber zumindest die Methode, die sich in der letzteren Zeit bewährt hat, um Ezreal halt noch ein bisschen weiter ins Game scalen zu lassen. Weil er ist halt nicht dieser typische Late-Game-Scaling-ADC, der hat einfach bis Rechtsklick gedrückt und alle Gegner wegkrittet. Sondern er ist ein Champion, der normalerweise seine Power Spikes auf 3 Items hatte, auf der doppelten Träne, hat man das quasi jetzt nochmal auf 4 Items hinauszögern können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er quasi das Muna Mana, eieiei, der Einebner, der sitzt auf jeden Fall wieder. Kobbe hat sofort die Shen Ultimate bekommen, oder anders ziemlich Low Ruin, geht mit in die Kindred Ultimate, da sind jetzt alle drin, sie kuscheln ordentlich. Den GA, den kriegt man hier schon mal ausgelöst. Das war nicht mehr die Kindred Ultimate, Entschuldigung, das war die Camille Ultimate, die alleine reingegangen ist, deshalb auch direkt die Bestrafung. Casting noch abgeholt, da war der gute Xerx ein bisschen übereifrig. Uff, oh, der hat wehgetan. Da ist die Kindred Ultimate. Die kam allerdings zu spät, hat nicht mehr gereicht. Der Sleep kommt noch durch, man ist aber im Stundenglas. Kann sich so ein bisschen retten, aber da ist der perfekt getimte W, der von Kaiser durchkommt. Und der Sleep,
der hat halt quasi nochmal eine Damage-Unterstützung für egal, was danach trifft. Wenn der Mate trifft, macht der auch mehr Damage. Und dann reicht es halt hier nochmal für diesen Burst. Ja. Ja, ja, ja. Zumal, es macht ja AP-Schaden hauptsächlich. Und ja, wenn man sich Kaisers Item-Bild anschaut, das ist schon sehr, sehr AP-lastig. Und natürlich nochmal mit dem Höllendrachen. Das ist schon so eine halbe... So, Q. Jetzt geht es ja auch ein Smite dabei gehabt. Darauf könnten sie warten. Also wenn sie auf einen Smite von Niski warten, dann hätten sie zumindest eine 50-50-Chance. Zwei Smites gegen zwei Smites. So, hier sehen wir das Ganze nochmal in der Wiederholung. Es geht ein bisschen weiter nach vorne. Ruin sieht halt seine Chance, weiß jetzt seinen Ult auf Cooldown und zündet den Equalizer. Und dessen Attacks geht halt allein in die Backline. Ne? Das sah für mich erst aus wie eine Kindred Ultimate. Aber dass er halt alleine gegen fünf Mann reindonnert. Da hat er sich mit dem J ein bisschen zu wohl gefühlt. Betsy bleibt dann hinten, SW Ultimate trifft. Auch mit dem W von Betsy reicht es dann noch für den Kill. Dann Casting versucht das Ganze ein bisschen auszugleichen. Han Koppel kommt halt in keine Situation wirklich in die Gegner rein, sage ich mal. Der Retter in dieser Situation war wirklich Niski. Also wenn Niski hier nicht eben den einen Kill geholt hätte und dann den Steepy nochmal getroffen hätte, damit der Kill halt über Kaiser zustande kommt, dann wäre das halt ein glatter Teamfight für Giants gewesen. Ach ja, Zoe ist schon ein schöner Champion. Champion, der halt halbwegs squishy ist und einen Steep kassiert hat, wirklich. So, also, dessen Überlebenschancen gehen gegen null. Das war nicht schlecht. Skiat hat keine Heilung. Also sustainmäßig ist er natürlich Zoe nicht ganz so stark aufgestellt. Der steht jetzt auf Cooldown. Vorsicht ist also geboten. Gaga ist sehr laut, auch schon so ein bisschen in der Flanke. Damit kann man mal arbeiten. Wenn ein Steep fliegt und man genau weiß, da ist der Cooldown da, dann kann das auch funktionieren. Xerxel wieder Ziel dieses Engages. Er kriegt jetzt das Shen Ultimate. Betsy springt hinterher. Reicht doch nicht ganz für den Kill. Jetzt kommt man ran. Steelback mit dem aggressiven Play. Shen währenddessen alleine so ein bisschen zurückgelassen. Und die Carries, die trauen sich nicht. Die kriegen halt hier einfach keine Chancen, wirklich gut arbeiten zu können. Splice fehlt der Schaden in solchen Situationen. Und immer wieder sind es die Flankierungen von Ruin. Der halt im Early- und Midgame hier und da ein paar Patzer mit dabei hatte. Aber diese Teamfight-Eröffnung von ihm sind wirklich stark. Das sind genau die Teamfights, die Giant auch suchen muss. So, wenn auch Betsy nicht in Bedrohung ist, sich dann in die richtige Position bewegen kann. Und insgesamt, dass Splice auch immer sehr, sehr überrascht wirkt durch diesen Flank von Ruin. Hat er jetzt auch den Lernstab zur Verfügung. Macht also mit dem einen Ebner wirklich daneben jetzt hier sehr, sehr viel Schaden. Ja, und das ist der Free Nash. Kiro hat mittlerweile genug Schaden. Der geht auf jeden Fall zackig. Uff. Gut, dass der Genügste dort schon damit gerechnet hat. Er wurde auch noch markiert. Da nutzt ihn der Kleinsaft nicht. Komme, fliegt einfach hinterher und kann zumindest einen Nash-Buff erstmal rausnehmen aus dem Spiel. Ist jetzt allerdings auch nichts, was da halt wirklich schwer ins Gewicht fällt. Ja, auch hier wieder. Also man muss sagen, Ruin, Top-Leistung, geht von hinten alleine rein. Xerxe hat halt wieder GA. Noch eine Möglichkeit, dort rauszukommen zur Verfügung. Geht er nach hinten, kriegt das Shen Ultimate. Du willst das Shen Ultimate eigentlich nicht für Xerxe verwenden müssen. Also wenn er offensiv damit agieren kann, ist es vollkommen okay. Aber wenn er es defensiv bekommt, ist es halt einfach ein Freiraum, der halt Cobble auf der anderen Seite wieder fehlt. Weil er hat kein Schild, er kann nicht so aggressiv in die Gegner reingehen und damit fällt auch der Schaden. Und bei Niski ist es wieder so, klar, Zoe hat diesen One-Shot-Burst, Zoe ist broken meiner Meinung nach, immer noch, nach 1000 Nerfs. Aber sie ist natürlich nicht perfekt im Late-Game und sie kann sich ihre Ziele auch nicht aussuchen. Wenn die Gegner es halt geschickt spielen, Bodyblocken und sie einfach überrennen, ist halt eine Zoe ziemlich ineffizient. Das war ganz schön knapp. Da war nicht schlecht getimed. Vor allem eine gute Antwort. Giants haben sich jetzt mit Nashor ein bisschen zu wohl gefühlt und haben dabei den Elder Drake komplett aus den Augen gelassen. Also das war ein Elder Drake, den sie hätten auf keinen Fall abgeben dürfen. Nee, gerade damage-technisch bringt das Cobble nochmal einiges dazu. Niski ja auch. Und insgesamt natürlich extrem stark. Ich denke, der Elder Drake hier an der Stelle wird noch nicht das Spiel direkt entscheiden. Vor allem, weil ja der Nashor mittlerweile auch gute Combat-Stats gibt. Hat man ja vor, boah, lass mich lügen, 5, 6, 7, 8, 9 Patches angepasst, dass der dann noch ein bisschen effizienter gibt und dir halt sogar bis 80 AP insgesamt gehen kann. Also der ist schon nicht schlecht. Vorher war beim Nashor immer so das Problem, dass der Minion-Buff zwar schon stark war, um pushen zu können, aber dass du halt sonst fast eigentlich nur Regenerationssets bekommen hast, die halt nicht so geil waren. Aber aktuell so Nashor gegen Elder Drake, wenn du halt zwei Drachen hast und es der erste Elder Drake ist, noch so ein relativ ausgeglichener Kampf, sag ich mal. Da kommt ja sowieso wieder drauf an, wie man hier in den Teamfight eröffnet. Ob Giants da nochmal die Möglichkeit über Rune bekommt, mit dem Flank. Schön um den Inhibitor versammelt, egal was kommt. Jason auch alle da.
Giants haben da auf den nächsten Teamfall gute Optionen. Den einzigen, den ihr Flash noch fehlt, ist halt die Botlane. Für Morgana gar nicht so unwichtig, muss ich sagen, aber für Astro ist der Flash halt meistens nicht so krass wichtig. Er hat halt eine Mobilität über seine Cane Shift, kann sich da so ein bisschen auch anderweitig orientieren. Vor allem mit dem Skimmer mit dazu. Die Sleeps sind dadurch relativ ungefährlich für ihn, solange es halt bloß einer in der absehbaren Zeit ist. Vorhin haben wir ja quasi das Pongdong dazu gesehen. Es hat zwei Sleeps innerhalb kürzerer Zeit treffen. Und dann ist es natürlich trotzdem immer noch gefährlich für ihn. Oh, der Zoe Damage. Der hat schon extrem viel AP aufgebaut. Also immer wieder diese Snipes. Da muss man auch sagen, also von Cobble, seine Ws, seine W-Mechanics, die sitzen auf jeden Fall. Man ist nicht wenig Schaden dabei rumkommt. Oh, wieder! Guck die Joko an! Zwei Drittel Leben verloren. Der ist so ein richtig kleiner Snipe-Gott. Inhibitoren. Sind jetzt zwei offen insgesamt. Einer wurde gerade genommen. Den hat man hier auch fallen lassen. Also Giants sagen sich hier auch sehr eindeutig, hey Leute, wir wollen nicht fighten. Wir wollen uns ein bisschen zurückhalten, bis der Elder Dragon halt ausgelaufen ist. Wieder getroffen auf Joko. Da dürfte einfach verfehlen. Aber zweiter Inhibitor war ja auch nicht zu verteidigen. Also ähnliches Spiel wie eben. Wäre auch merkwürdig gewesen, wenn sie eben den Call treffen. Hey Leute, wir lassen sie gewähren. Und wenn sie jetzt halt all in gehen. Dann hätte der Call vorher keinen Sinn gemacht. Ober von Top-Lane haben sie halt noch eine Menge Zeit, weil ihre Lane weit rausgepusht ist. Da stehen die Basalen gerade fast sogar vor der gegnerischen Basis. Das ist ein Slow-Push, der aktuell in die Richtung geht, aber schenkt ihnen genug Zeit, dass quasi der Elder Drake jetzt einfach ausläuft. Danach ist man wieder schon gleich auf gegenüber. Wenn man das Ganze so vergleicht, die haben zwei Elips verloren, der Gegner hat einen Elip verloren. Also es ist halt immer noch ein Duell auf Augenhöhe. Aber insgesamt hätte man wohl gerne mehr bekommen mit diesem Baron. Aber ja, du hattest es auch vorhin schon gesagt, dass sie halt diesen Elder Drake so free abgeben. Jetzt frage ich mich natürlich, war das so gewollt? Dass Cobb in den Buff bekommt oder hat er seinen Schaden einfach unterschätzt? Und jetzt geht ja noch der Enemy Buff gehabt. Elder Drake hält immer noch so ein bisschen an. Und dann aber auch gleich in die letzte Phase gehen. Ich glaube, bis zum Inhibitor Turret wird er dann auch so ziemlich ausgelaufen sein. Das ist sogar ein identisches Itembild von Zoe und Cobble. Also von Zoe und Kaiser. Das sieht man halt bei AD Carries und mit Lane nicht so häufig. Ausnahmen bestätigen die Regel. Jetzt haben sie auch schon ziemlich angeschlagen. Die hat man halt vorhin schon fast eingerissen. Das Problem ist, die haben zwar eine Selbstregeneration, die Turrets, aber das ist halt ein Leben pro Sekunde. Das ist halt extrem wenig. Er überlegt eine Minute, bis er 60 Leben hat. Und mit einem Auto-Tag machst du halt dann 300 Damage. Joko kassiert hier. Aber der fängt auch wirklich jeden einzelnen W. Ein auch da! Direkt in die GA mit rein. Das sollte ihm aber nicht passieren. So, irgendwann müssen auch mal die Q-Dodges kommen. Ich meine, er sieht die ganze Karte. Jetzt ist er gedodged, aber auch nur knapp. Hat sogar nochmal den knapperen Weg gewählt. Drei Inhibs sind down. Und das heißt für Giants natürlich nichts Gutes. Sie stehen jetzt mit dem Rücken an der Wand, müssen sich jetzt gegen eine Überzahl an Vasallen dort irgendwie verteidigen und kommen nicht an Zoe ran. Die macht, was sie will, trifft immer wieder Sir Nyxalot hier mit der guten Flash-Reaktion. Das Barrel wäre für ihn der Untergang gewesen. Es ist noch immer ein 5 gegen 5, wenn man so möchte, aber es steht nur noch ein Turm. Das werden halt ab der nächsten Wave, also noch nicht ab der, sondern die danach, 6 Super-Vasallen pro Wave sein. Selbst wenn du jetzt noch einen Teamfight gewinnst, ist es halt ultra schwierig, dagegen noch wehren zu können. Die Frage ist doch, wie sie hier den Teamfight gewinnen wollen, weil dieses Szenario insgesamt sieht eher positiv aus für Splice. Sie können halt ganz angenehm reinpoken. Giants muss irgendwie ihre Türme fahren. Oh, jetzt der Einnehmer sitzt aber nicht gut. Also trifft niemanden an der Stelle. Green hier den Gegner mal ein bisschen versucht abzuschrecken. Sein Nyxalot kassiert wieder ordentlich. Der nächste wieder sein Ziel gefunden hat. Der Turm nur noch zur Hälfte da. Der nächste Snipes. Steerback. Zwei Drittel Leben verloren. Also Cobble und Niski, die teilen sich hier die Pokerarbeit auf jeden Fall. Der letzte Turm wurde soeben eingerissen. Splice stehen davor, dieses Game gewinnen zu können. Um ist Betsy alleine, wird direkt geultet von Xerx, das findet sein eigenes Ultimate, um sich verteidigen zu können. Ist immer noch im Ult gefangen, kommt da aber raus. Auf der anderen Seite Ruin, muss sich low zurückziehen. Den Nexus geht man irgendwie noch gar nicht an, den ignoriert man so ein bisschen. Xerx im GA wiedergeboren worden. Jetzt die Kindred Ultimate, aber da kann man sich einfach reinstellen und im Kindred Ultimate den Nexus abreißen. Splice machen hier den Sack zu und gewinnen das Ganze. Schon relativ eindeutig zum Schluss. Das sah anfangs nicht so aus, sie haben sich halt immer weiter nach vorne gearbeitet. Ja, und letztendlich haben sie das Ding gut für sich entschieden. Nicht zuletzt, weil sie halt eine sehr, sehr gute Objektorientierung haben. Also da natürlich auch fragwürdig, warum hat man diesen Elder Drake nochmal so früh abgegeben? Gerade nachdem man den Nashor für sich gewonnen hat. Das war so der Schlüsselpunkt, der hier aus Splice nochmal richtig, richtig nach vorne gebracht hat. Hätte man den Elder Drake mit dem Nashor direkt contestet, wäre das halt bei weitem nicht so ein großes Problem geworden.
Ja, das Kindred Ultimate. Ist halt die Sache. Also, da müssen wir auch ehrlich sein, ob das Kindred Ultimate jetzt da gekommen wäre oder nicht. Sie hätten an der Stelle diesen Fight verloren und hätten auch den Nexus verloren. Aber ja, das Kindred Ultimate beschützt halt keine Gebäude, sondern eben bloß die Spieler. Ja, interessantes Game. Also war ein sehr, sehr starkes Auf und Ab. Höhen und Tiefen auf beiden Seiten auch. Also hier muss man ganz klar sagen, Giants waren nicht chancenlos. Sie hatten ihre Momente, aber haben sie noch nicht gut genug nutzen können. Und wenn dann Fehler passieren, dann kann das Game halt auch wieder in die andere Richtung schwappen. Aber was da genau passiert ist und warum das Game so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, das wird euch natürlich nochmal Kali Croquetti zusammen mit, ich will mal Werner sagen, wieso will ich mal Werner sagen? Ich weiß nicht, mit dem Marvin. Mit Marvin zusammen werden sie euch das nochmal analytisch aufschlüsseln. Wir sehen uns später wieder. Bis denn. Eigentlich seht ihr ihn ja gar nicht wieder, weil eigentlich sieht man alles gar nicht heute, muss man mal fairerweise dazu sagen. Ja, Splice hat es am Ende dann doch irgendwie noch geschafft. Man sieht jetzt hier nochmal 53 Minuten, 36 Sekunden. Das ist fast eine Stunde. Das ist zwei Drittel von einem Fußballspiel. Das haben wir in der Season 7 fast täglich gehabt. Jetzt ist es wieder soweit. Lag es jetzt so ein bisschen an den Teams, dass das Spiel so lange gedauert hat? Oder war das quasi aufgrund des Patches? Nee, also wir haben ja insgesamt auf dem Patch schon gesehen, dass es da deutlich kürzere Spiele gibt, gerade in EU. Also da würde ich sogar sagen, in der SEK nehmen wir solche Spiele öfter. Man muss aber auch sagen, das Spiel hat sich gar nicht so lang angefühlt, wie jetzt zum Beispiel in SEK-Game. Ach, findest du? Ja, tatsächlich, weil in der SEK ist es dann doch noch vorsichtiger, das Ganze. Also wir sehen hier viel mehr Action gesehen, viel, viel mehr Poke und auch ein ausgeglicheneres Spiel. Insgesamt dann ja auch nochmal die Möglichkeit, immer wieder für Giants zurückzukommen über die Ultis von Rumble. Und ja, mir hat das Spiel eigentlich soweit ganz gut gefallen. Mhm. Im Endeffekt hat es dann natürlich Splice entschieden, auch über den unglaublich guten Poke-Damage, den sie da einfach zur Verfügung hatten. Also da saß ja wirklich alles, muss man sagen, von Kobbe. Ja, wir haben jetzt natürlich hier nochmal einige Szenen, die wir hier im Nachhinein nochmal so ein bisschen begutachten können. Wir gehen auch gleich auf ein bestimmtes Replay nochmal ein bisschen genauer ein. Das wird vielleicht gleich hier sogar nochmal gezeigt. Ja, grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, es ist sehr viel Action gewesen. Ja, beide Teams haben auf jeden Fall dafür gekämpft, dass man hier irgendwie versucht, einen Vorteil zu bekommen, aber es ist irgendwie nie so richtig passiert. Also man hat immer, zumindest was das Gold angeht, was die Objektive angeht, man hatte nie so wirklich den krassen Vorteil. Es war immer ausgeglichen, wenn man schon fast so will. Ja, auch was die Baron-Verteilung angeht, ist ja... Ja, durfte jeder mal sozusagen. Und auch hier am Ende dieser letzte Fight, muss ich ganz ehrlich sagen, es war gar kein richtiger Fight. Man hat einfach nur gewartet, bis die Gebäude vom Gegner hier weg sind. Und die Kindred Ultimate, und Ice hat es gerade nochmal sehr schön verpackt, hat ja eigentlich dafür gesorgt, dass man einfach den Nexus auto-taken konnte. Denn man kann einfach nicht sterben in dieser Ultimate. Und dementsprechend ja, kann man jetzt hier, ich meine, es sind nur drei auto-takes an dem Punkt des Spiels. Dementsprechend ja, ist es natürlich dann nicht mehr so schwierig gewesen. Aber 53 Minuten, Mensch, Season 7 lässt grüßen, möchte ich sagen an dieser Stelle. Ja, damit also die Jungs von Splice einen Punkt näher dran, wieder nach oben zu klettern. Und wir wollen jetzt nochmal in einen Replay so ein bisschen genauer reingehen. Und heute besondere Situation. Ich bediene das Pyro-Tool und Marvin erzählt. Ja, wir werden mal sehen, wie das funktioniert. Das heißt, wir springen mal direkt rein in die Szene und gucken uns das Ganze mal an. Und ich habe hier eine Szene rausgesucht, die quasi, ja, schon eine fortgeschrittenere Szene ist. 40. Minute. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, man sieht es jetzt hier ganz klar, von... über dieses Teleport nochmal ranzukommen. Ja, man hat jetzt hier also dort jemanden, also die gute Kaiser kommt jetzt hier nochmal rein und die Gegner sind hier ziemlich geklumpt. Und wenn wir jetzt hier nochmal das Spiel ein bisschen laufen lassen, beziehungsweise mal ja, da so in die Szene reingucken, haben wir jetzt hier die Schlüsselsituation, denn da sehen wir, Kindred wird gecatcht. Ist das schwierig, das zu koordinieren im gegnerischen Team? Also die Jungs von Giants, haben die hier einen fatalen Fehler gemacht oder haben sie einfach nicht damit gerechnet, dass dieser Move gemacht wird von Odo Hamner? Ja, insgesamt muss man ja erstmal sagen, wir sehen hier, Rumble ist sehr, sehr weit weg vom Teamfight. Also der da sehr, sehr weit ja, außen. Hinten irgendwo. Genau. Der Pfeil in die andere Richtung, genau. Aber ja, er ist ja, sehr, er sehr... kommt ja da. Ja, genau. Er würde von da kommen. Ist aber hier noch sehr, sehr weit weg. Damit fehlt eine wichtige Damage-Quelle, nämlich der Einebner. Insgesamt auch Betsy hier sehr, sehr nah am Kampf dran. Das heißt, er hat keine Möglichkeit, irgendwie zu flanken. Also wie will er denn jetzt an Odoamne oder Kasing vorbei? Niski und Kobbe da wunderschön in der Backline. Wir haben ja auch gesehen, sie machen so viel Damage schon, was den Poke angeht. Und man sieht es ja auch. Hier kommt der Schaden einfach durch. Dann zwar die Kindred Ultimate, die da nochmal versucht, was zu retten, aber man sieht's. Jetzt kommt der Einebner von Betsy dazu. Also da kann man Damage anrichten, aber auf der anderen Seite auch Xerxes Ultimate. Dann wird Xerxes da angegangen. Ist da im 1 gegen 3, weil Rune fokussiert sich natürlich sofort auf ihn. Auf der anderen Seite versucht man da Schaden anzurichten. Kobbe und Niski versuchen zu poken und man sieht auch Kobbes Schaden sehr, sehr stark.
Ich finde jetzt sehr interessant, was man jetzt sieht, ist beispielsweise, hier sind jetzt alle geklumpt. Ne? Das bedeutet, alle Jungs von Giants, die sagen sich rein, 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 rein. Einfach nur rauf auf die Leute. Ja, haben schon sehr viel natürlich auch investiert in diesen Kampf. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt denkt man sich, okay, jetzt kriegen wir sie. Aber dann kommt gleich ja nochmal der Turning Point. Ja, vor allem für Rune ist es ja jetzt gerade schön, weil halt alle in seinem Flammenwerfer drin stehen. Aber man sieht es hier, ist Xerxe. Kann einfach reinspringen von der Sidelane. Und jetzt hat Niski wieder die Möglichkeit, mit Kobbe zu poken. Kobbe da sehr tief drin, konnte sich aber nochmal zurückziehen. Ja, man sieht es hier nochmal. Xerxe kommt hier von der Seite. Mach ruhig weiter. Genau, er kommt hier von der Seite. Dann Kobbe natürlich die Möglichkeit, mit der Ulti reinzuspringen. Betsy hier überhaupt keine Möglichkeit, irgendjemand aggressiv zu werden. Im Gegenteil, Kobbe jagt ihn da jetzt sogar, was ja eigentlich das Gegenteil-Szenario sein sollte. Dann nochmal die Bubble, die hier sehr, sehr gut trifft. Und dann natürlich Niski mit dem ultimativen Schaden das einer ist Zoe. Jetzt, das ist ein bisschen tragisch. Hätte Ezreal das überlebt, ist jetzt die Frage. Meinst du, er hätte es überlebt? Weil jetzt hat er quasi, wurde hier getankt, ne? Ja. Ich bin hier mit der Lupe, die hier, Rune, der denkt sich, Junge, ich stell mich davor, den Shot, den nehme ich mir. Und dann passiert Folgendes. Boop. Ja, der ist dann einfach weg. Ja. Hätte der Ezreal das überlebt oder nicht? Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit die Itembild technisch waren, aber ich glaube, sie hätten es, also er hätte es vermutlich nicht überlebt. Gerade mit dem Ludensbrock nochmal, der Damage ist dann schon sehr, sehr stark. Also es war auch an einem fortgeschrittenen Zeitpunkt. Ich glaube, sie war hier schon Fullbild oder zumindest ist fast. Nah, also so viel HP hat Ezreal dann doch nicht zur Verfügung. Vielleicht hat er ja noch das Schild des Seraphen. Damit könnte er es noch überleben. Das ist mal deine Aufgabe, das zu gucken, während ich das. Weil ich muss malen und du musst alles andere angucken. Gut, aber wir kriegen das im Verlauf des Tages noch hin. Wollte ich auch gerade sagen. Ja? Klappt dann beim nächsten Mal besser. Das ist ja das erste Mal hier jetzt gerade. Also, von daher, Splice ewig lange gebraucht, aber sie haben es geschafft, im Endeffekt sich gegen die Giants durchzusetzen. Und gleich kommt Schalke gegen H2K. Und H2K hat noch nicht einmal gewonnen. Bis gleich. Tschüss.